Rudi, in aller Munde, wir kennen uns schon eine Weile, ne, weil du dich mal mit meinem Söhnchen vor vielen Jahren duelliert hast. Da ist eine Menge passiert, du bist vor allen Dingen richtiger Brocken geworden. Ist das das Ding, wo du sagst, jo, da habe ich auch am meisten zugelegt in den letzten 12, 16 Monaten vielleicht, weil das war ja mega wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, körperlich habe ich echt viel zugelegt. Das war auch ein wichtiger Schritt für mein Tennis und ja, ich denke, da ist noch ein bisschen was zu machen an meinem Körper, aber ich bin guter Dinge, dass das vielleicht eines Tages mal was wird. Ukraine geboren, ich glaube, du bist so ein bisschen durch deinen Bruder, kann man das sagen, zum Tennis gekommen, der ja auch richtig Ahnung hat vom Tennis. Wie lief das ganz am Anfang? Erzähl mal ein bisschen. Ja genau, ich war 3 Jahre alt, da hat mein Bruder Tennis gespielt. Ich bin ab und zu mitgekommen, wurde dann mitgenommen von meinem Vater und ja, habe mir das angeguckt, wie mein Bruder trainiert hat und mich hat es direkt überzeugt. Dann habe ich auch die ganze Zeit gefragt, ob ich einen Tennisschläger mal in die Hand haben kann und kaum war das Ding in meiner Hand, so habe ich es auch nie wieder losgelassen und ja, jetzt stehe ich hier, Hamburg am Roten Baum, darf mich hier im Hauptfeld beweisen und es ist unfassbar, sowas ist auf jeden Fall schön. Familie kam dann relativ früh nach Deutschland, ne? Genau, ich wurde in der Ukraine geboren mit 3 Jahren sind wir dann hergekommen und mein Vater deutsche Wurzeln, sprich meine Oma und Opa und die ganzen Vorfahren waren alle deutsch, väterlicherseits und ja, so sind wir wieder hergekommen. Und warst schon immer Tennis bekloppt? Ich erinnere mich, als du wirklich jung warst, 10 Jahre oder so, du hast immer wahnsinnig viel trainiert auch schon, neben Turnieren noch so. War das ein Ding, wo du gesagt hast, das ist eben so, weil ich es einfach wollte oder woher kam das? Weil die Intensität damals war ja schon enorm, ich meine jetzt ja sowieso, aber auch schon als ganz junger Kerl. Ja, ich denke mal, das liegt auch in meinem Blut, weil das war damals so, dass ich viel trainiert habe und jetzt auch immer noch. Ich hole mir das Selbstvertrauen auch viel vom Training, viel vom Bälle schlagen. Ich muss mich dann immer gut fühlen, auch vor den Matches manchmal. Ich habe jetzt Liga gespielt am Freitag, da habe ich mich beim Warm-up nicht gut gefühlt. Mhm. Ich habe 1,5 Stunden trainiert. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr und bin um 13 Uhr direkt auf den Platz gegangen. So. Und hat jeder Sportler so seine Macken, aber ich muss mich gut fühlen, bevor ich on Court gehe. Und ja, ich habe immer viel trainiert und ich denke, das werde ich auch immer beibehalten. Gab es für dich nie eine Alternative früher, weil viele ja so ein bisschen zweigleisig fahren? Ich weiß, du bist Basketball interessiert zum Beispiel. Gab es da irgendwie auch Plan B oder war das immer, nee, mit 3 Jahren zum ersten Mal Tennisschläger in der Hand, ich gehe auf Tennis? Ja, also anfangs war es für mich nicht wirklich so, dass ich professionell spielen wollte, so, aber dann mit 10, 11 Jahren so, dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich wirklich gut bin. Ich war in Deutschland mit der Beste, auch ab und zu in den älteren Jahrgängen war ich auch immer gut dabei und da habe ich echt gemerkt, dass Tennis wirklich was für mich ist und ich da damit was erreichen könnte. Ja, eigentlich gab es dann ab da immer nur Plan A. Ich habe meine 10. Klasse beendet, habe dann mit der Schule aufgehört, um das zu leben, was ich jetzt lebe.